So, Leute, willkommen zurück zu Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Oh yeah, im letzten Part haben wir, ja, Rui verloren, aber dafür haben wir eine Spur zu ihr gefunden. Ich möchte dieser allerdings noch nicht direkt folgen, weil ich natürlich jetzt diese Tür hier durchschreiten muss, denn es gibt noch einen Raum, den wir nicht mit Ren betreten haben. Das ist diese kleine Abstellkammer da oben. Da möchte ich doch jetzt glatt mal nachsehen, aber wie es aussieht, muss ich sowieso hier lang. Wer weiß, vielleicht muss ich sogar in diese Abstellkammer rein, das kann ja sein. Muss ich ja wirklich rein? Ja, Tatsache. Der einzige Raum, in dem wir noch nicht waren, ist lustigerweise auch genau der, den ich jetzt betreten soll. Vielleicht ging er vorher einfach nicht auf. Hätte ja sein können. Ihr wieder. Ihr bewegt euch eh nicht mehr, oder? Aber wir haben hier wieder so etwas. Phantom enthüllt. Rui! You really came for me. You all right? Yes. Rui scheint es gut zu gehen. Ich musste den Weg zum verschneiten Haus finden. Was? Yuri hat gesagt, dass es einen Eingang zu einer Höhle unter der Puppenauslage im vorderen Teil des Schreins gibt. Und da können wir dann jetzt quasi hin. Das war ja komisch. Jetzt ist sie einfach gespawnt da. Also ist sie quasi schon durch ein Phantom verschleiert gewesen. Wow, ich habe ganz kurz unten auf die Karte geguckt. Auf einmal gucke ich oben hin und sehe das fliehende Kind. Deswegen habe ich gerade ein bisschen erschrocken. Immer noch nichts. Okay, hier folgen wir dem Mädchen. Wir haben jetzt wahrscheinlich keine Spur mehr, wenn ich R drücke, oder? War das immer? Also, ich werde dahin gezeigt, ob das nun was bedeutet. Das weiß ich leider nicht, aber Rui, hau nicht mehr einfach ab. Du hast die Kamera, nicht wir haben die Kamera. Das war das blonde Mädchen, das weißhaarige Mädchen, kann das sein? Glaube ich. Wir gehen noch zu... Schon wieder der Typ. Oh! Jetzt will er kämpfen. Oh Gott, hab ich ihn erwischt? Aber was ein Timing. Ja, da habe ich es aber richtig gegeben. Holy Macaroni, aber das hat ihn gar nicht so viel abgezogen. Okay, der Typ trägt wirklich so eine Kiste. Oh oh. Ja, zu früh leider. Leider Gottes. Was war das gerade? Habt ihr es gesehen? Das sah aus, würde ich im Boden stehen. Okay, komm her. Der hat ganz schön viele bunte Fragmente. Ja, der nimmt Anlauf, oder? Ach ne, der dreht sich. Ist andersrum gedreht. Schieß einfach ein paar Mal. So viel Energie hat er ja. Oder? Oh Gott, lädt er jetzt lang. Ah ja, stimmt. Bin ich es geschafft? Nein, ich habe es nicht geschafft, natürlich. Ich habe gerade ganz vergessen, dass ich mit dieser Schnellschutzfunktion ganz andere Optionen habe. Oh, ich bin nass. Ich kann das Menü nicht öffnen. Okay, jetzt. Oh, meine Güte. So, ich bin etwas zu nass gerade. Ich brauche reinigende Glut. Flatsch. Sonst kriege ich ja wieder dauerhaft Schaden, wie wir gerade schon gesehen haben. Ach, es ist einfach verschwunden. Verdammt. Konnte ich mir leider seine Todesart nicht angucken. Der Kampf lief leider nicht so gut. Der Anfang war dafür ziemlich grandios. Eine 7er Fatal Frame Combo. Erst normal aufgeschossen und dann mittels Special Film. So. Okay. Unten sind wir jetzt noch gar... Stand die da schon so vorher?
You didn't keep it with you. My token. Did you lose it? But our promise. Welches Relikt denn jetzt? Die Opferpuppe, die mit Rui? Ich habe mich gerade übrigens eine Sache gefragt. Da wir Rui jetzt schon einmal nur so finden konnten, indem wir ein Phantom offengelegt haben, obwohl sie ja prinzipiell eigentlich die gleiche Aufgabe hatte wie Yuri, und zwar ihre eigene Puppe zu finden, frage ich mich, ob es vielleicht schon jetzt, also ob wir jetzt schon, wie nenne ich das, verflucht nicht, also fortgeisterten irgendwie, keine Ahnung, fortgegeistert wurde es früher genannt. Also ich meine, dass quasi auch Rui, dass auch Yuri vielleicht gar nicht mehr gefunden werden kann. Ich meine, gut, sie hat sich ja schon nochmal mit den beiden hier unterhalten, aber das muss ja nichts heißen. Das kann sich ja jederzeit ändern, so ab nach unten. Wir müssen zu diesem verschwindenden Haus. Leibeshöhle. Willkommen zurück. Ist Rui noch dabei? Thanks. You know, I've been waiting. For someone to choose me. I've been waiting. So long. For you. What are you talking about? I... It's not important. I understand now. Well, I don't understand it at all. The girl. She's been waiting too. For the person with her token. Huh? Ach Gott. Rui fängt an, wirres Zeug zu reden. Das ist nie ein gutes Zeichen. Erinnert euch noch an Haruka? Den Opfer, der einfach abgehauen ist. Warum? Ja. Gehen wir erstmal. Folgen wir den Weg. Noch ist sie ja bei uns. Hoffen wir einfach mal, dass das so bleibt und sie das vielleicht gar nicht so creepy meint, wie es gerade klingt, die ganze Zeit. So, ab durch hier. Lustigerweise sind wir bisher nur mit Rennen zweimal komplett durchnässt gewesen, dass wir Schaden bekommen haben und dann reine Glut verwenden muss. Mit Rui, mit Yuri, glaube ich, hatten wir das noch nicht. Wenn ich mich nicht täusche. Ich dachte, sie geht auf einmal was anderes an, aber nein. Hier geht's dann bestimmt weiter, oder? Foto machen? Ja. Ein Foto auf das Schloss Flatsch. Was haben wir denn da? Das ist doch in dem Raum, in dem wir gerade sind, oder nicht? Nur, dass da eine Kiste offen ist. Die da. Wo so schön am Rand alles rausquillt. Schwere Holzkiste mit der Verzierung. Der Deckel ist fest verschlossen. Ich kann ihn nicht öffnen. Ja, vielleicht besser, den nicht zu öffnen. Hier war Haruka drin. Dunklem Wasser gefüllt. Ich bin verwirrt. Ist das nicht der Raum hier? Auf dem Foto, das wir da gerade gesehen haben. Relikt. Ein Foto, das in der Höhle unter dem Schrein der Puppen gemacht wurde. Mehrere Reliquare befinden sich im Wasser. Ja, da hinten ist so ein Holzding. Ich habe die Notizen übrigens nicht vergessen, Leute. Die lesen wir noch in diesem Part. Keine Bange. Doch, das ist hier. Da hinten ist das. Habe ich eine Spur? Ja, super. Super. Vielleicht, wenn ich wieder zurückgehe, irgendwas triggert sich. Moment mal. Diese Kiste hier müsste das sein.
Ich gucke mir das Bild jetzt nochmal an. Es müsste ungefähr so diese Perspektive sein, oder nicht? Nicht ganz. Moment. Ja. Ja, es geht nicht hundertprozentig auf, aber es kommt mir trotzdem so vor. Ich glaube, ich erkenne sogar die Musterung hier an der Seite. Ich gehe mal durch und gucke, ob irgendwas passiert. Was war das denn? Das ist ein Grafikglitch. Hab's gesehen, wie das gerade kurz aufgeblitzt ist. Also die Kamera reagierte ja eben auch nicht. Auf irgendwas. Bin jetzt ein bisschen verwirrt, muss ich zugeben. Ich gehe mal jetzt zurück und gucke, ob ich nochmal hoch könnte, rein theoretisch. Vielleicht muss ich ja... Wobei, da waren aber... Ja, wir können wieder zurück. Aber das war der Raum. Ich bin mir hinten, bin mir hundertprozentig sicher, dass das der Raum war, in dem wir eben schon waren. Ich wollte eigentlich gerade mir ein Relikt angucken. So, nur eine Verbindung? Die hatten wir mit ihnen noch nicht, aber... Das in der Höhle unter dem Schrein der Puppen gemacht wurde. Mehr Reliquien von dem Wasser. Das muss da sein. Ich werde mir trotzdem jetzt nochmal... den... anderen Raum da ansehen halt. Also diesen. Wobei ich mir definitiv nicht vorstellen kann, dass das richtig ist. Ich gehe erstmal geradeaus und guck da, wo wir gerade eben den Typen bekämpft haben, ob da irgendwas ist. Also hier. Rui? Ist sie ausgesperrt? Wo ist sie denn jetzt hin? Ach so, sie war... Das hatten die wieder hinter mir. Dang it. Also wenn hier unten nichts ist, dann gehe ich wieder zurück in den einen Raum und gucke, ob ich da irgendwas übersehen habe. Bin ja schon mehr relativ sicher, dass es der Raum ist. Aber vielleicht gibt es hier unten was, weil mit Rennen waren wir bisher noch nicht hier. Vielleicht sieht der jetzt anders aus oder sonstiges, kann ja alles sein. Und hier liegen noch Items, guck mal. Die ganz schön hell strahlen teilweise. Das würde ja alles optional sein. Steht auch so eine Puppe, die ich Gott sei Dank immer übersehe, wenn ich hier bin. Echt ganz schön viel Zeug. So, das da. Das sind Dokumente sogar, ne? Also das hier nicht, das ist nur Film. Oh, wow, nur Film, sagt er. Nur der beste Film im Spiel. So, aber da hinten lag trotzdem noch ein Dokument. Da links jetzt nämlich. Hier. Ja, ja. Die Puppen sind mir gerade egal. So. Aha, endlich das zweite. Schmutzigste Lied liegt im Gang. Vielleicht gehört es dem Priester, der hier lebte. Die Kinder spielen. Manchmal wache ich in der Nacht auf und kann ihre Anwesenheit spüren.
Am nächsten Morgen liegen Puppen, die ich zweifellos weggeräumt habe, an anderen Plätzen. Je öfter das passiert, desto deutlicher werden die Geräusche des Spielens. Und umso häufiger sind meine Träume, in denen ich gemeinsam mit den Kindern spiele. Ich kann sie nicht genau erkennen, doch glaube ich, dass meine verstorbene Tochter unter ihnen ist. In der Nacht spürte ich, wie mich jemand anstarrte. Als ich aufwachte, sah ich ein Mädchen mit weißem Haar, das mich anschaute. Sie sagte, mach dir keine Sorgen, deine Tochter spielt mit der Puppe, die du repariert hast. Kurz darauf verschwand sie. Diese Augen. Es schien, als könnte sie alles mit ihnen durchschauen und auch so genau die Frage beantworten, die mir am Herzen lag. Es wird wohl exakt das Mädchen gewesen sein, welches wir auch schon jetzt häufiger sahen. So mit Ren als auch mit Yuri und mit Rui. So. Wir gehen einfach mal jetzt wieder zurück. Weil ich immer noch hart verwirrt bin. Also zurück in die Leibeshöhle gehen wir wieder. Beziehungsweise kurz bevor wir da ankommen, werde ich mir erstmal die ganzen Notizen durchlesen, die wir mittlerweile schon wieder angesammelt haben. So, sind wir einmal geschickt im Kreis gelaufen und haben... Na gut, nichts erreicht, stimmt nicht. Wir haben das Dokument gefunden gerade. Das zweite, was uns die ganze Zeit gefehlt hat. Und das ist ja auch schon mal sehr viel wert. Finde ich. Ja. Hallo? Ich kann die Tür nicht öffnen. Okay. Bisschen glitschig mit das Spiel, kann das sein? So. Die da vorne, die da steht, die macht erschrecken jedes Mal. Also, die erschreckt mich, aber die, genau die, auf die ich gerade zeige, die da. Mit Kreuz im Gesicht. Die macht mir immer. Die steht so hässlich in der Ecke einfach. So, ja, dann zurück zur Leibeshöhle. Sehr verwirrend das Ganze. Naja, wir haben noch was anderes zu tun. Und zwar machen wir das jetzt. Sammlung. Voilà. Nein, Steuerung brauchen wir nicht. Notizen. Sie war eine der vermissten Personen in Hisokas Akten. Fuyui Imino, die sich später das Leben nahm, bat Hisoka darum, sie zu finden. Laut Fuyui wurde Haruka zuletzt in der Nähe des Hikami-Bergs gesehen. Haruka geht auf dieselbe Schule wie Fuyui. Sie besuchten auch gerne Kurosawas Antiquitäten, um vor allem sich ihrer Zukunft vorhersagen zu lassen. Yuri hat sie doch nie kennengelernt. Sie ist ein freundliches und schüchternes Mädchen, das sich oft von der Meinung anderer beeinflussen lässt. In den Laden kamen sie lediglich wegen ihrer Freunde. Nach einem Versuch, mich mit einer Gruppe von Freunden umzubringen, überlebte Fuyui und sie jedoch. Kazuya Sakaki, Rens alter Freund aus Schulzeiten, der jetzt in der Stadt arbeitet und der uns angerufen hat, ne? War da doch. Kurz bevor Ren den Kontakt zu ihm verlor, half Kazuya Ren bei seinem Forschung über Leichenfotografie. Hisoka war anfangs unbesorgt, da er schon immer das Bedürfnis hatte, alles auf eigene Faust zu erledigen, ohne andere Bescheid zu geben. Kazuya hat narzisstische Neigungen, was ihm große Probleme in der Arbeit und in seinem Privatleben bereitete. Hisoka hatte mit Ren oft darüber gesprochen, ob es ihm vielleicht ohne Kazuya besser gehen würde. Kazuya schien nie ein sesshafter Typ zu sein. Als er Ren mitteilte, dass er heiraten würde, war dieser daher überrascht. Ja, wie gesagt, der Anruf, ihr erinnert euch. Ein Schrein im unergründlichen Wald, auf halber Höhe des Hikami-Berges, der mit Puppen gefüllt ist. Der wahre Zweck dieses Schreins ist längst nicht mehr bekannt, jedoch sind die Einheimischen darüber einig, dass die Puppen schon immer eine wichtige Rolle gespielt haben. Der Schrein wurde für Touristen überholt und als Ort zur Verehrung von Puppen präsentiert. Seit dem Erdrutsch ist er verlassen. Heutzutage glaubt man, dass die Geister von Kindern an dem Ort spielen. Man sagt sogar, dass man die Puppen sprechen hören kann und dass ein Mädchen mit weißen Haaren und einer Puppe im Arm aus dem Schrein herausstarren würde. Da war sie schon wieder. Das Mädel mit den weißen Haaren. Eine riesige Lavasteinhöhle, die mehr oder weniger das gesamte Gebiet des Hikami-Bergs überdeckt. Man hat mehr als nur einen Eingang entdeckt.
Der Großteil der Höhle ist überflutet. Man kann sich nur in bestimmten Gebieten ohne besondere Ausrüstung aufhalten. Früher wurde das Wasser des Ikami-Bergs vergöttert. Anhänger glaubten, der Berg sei eine Art göttliches Wesen und die Höhle eine Art Mutterleib. Deswegen Leibeshöhle, ne? Die Höhle war dementsprechend ein heiliger Ort, in der Zutritt beschränkt. Die Eingänge wurden mit heiligen Seilen abgesperrt. Während der Bauarbeiten durchbrach ein neugeborener Tunnel eine Wand in deiner Höhle. Ein neugeborener Tunnel, vor allem ein neugebohrter Tunnel, eine Wand in der Höhle. Unzählige Bauarbeiter ertranken in dem hereinströmenden Wasser. Viele glaubten, die Katastrophe wurde durch einen Fluch ausgelöst, der durch die Störung eines derartigen heiligen Ortes beschwört wurde. Einfach mal beschworen den Fluch des Scheiterhauses. Das verschwindende Häuser waren schon oft das Thema vieler Volksmärchen und moderner Sagen. Einige behaupten, sie würden das Zuhause unglaublicher Schätze sein. Jedoch ist das verschleierte Haus auf dem Ikami-Berg ein ganz spezieller Fall. Man sagt, dass man von denjenigen, die sich hintrauen, nie wieder etwas gehört hat. Das Haus liegt auf der Grenze zwischen unserer Welt und dem Jenseits. Der Geist des Besitzers treibt darin noch immer sein Unwesen, könnte dieser in einem Video gesehen haben, also dieser Geist. Jene, die den Weg hineinfinden, sind dazu verdammt, für immer zwischen den Welten gefangen zu sein. Also Kazuya, der uns von dort angerufen hat. Eine Puppe, in der eine Seele versiegelt wurde. Sie wurden in Ritualen anstelle von echten Menschen benutzt. Puppen, die gefertigt wurden, um eine Person bis ins Detail zu ähneln, wird nachgesagt, dass die Geister diese auf sich übertragen. Sollte die Puppe zerstört werden, würde die Person, dessen Abbild sie darstellt, einen ähnlichen Tod erleiden. Nett. Man sagt, der Brauch, Opferpuppen zu verstecken, der auf dem Ikami-Berg praktiziert wurde, hätte düstere Ursprünge. In Zeiten der Hungersnot wurden Kinder zum Sterben in das Gebirge geschickt. Jedoch sagte man ihnen, sie würden ein Spiel spielen. Doch vielleicht spiegelt dieser uralte Brauch nur eine rituelle Menschenopferung wider. Will sich auch wieder mit den Sachen decken, die wir schon gesehen haben. Also gelesen, über die Spiele, die wir gespielt haben, ihr erinnert euch. Hierbei handelt es sich um ein Mädchen im Alter bis zu 7 Jahren, die als Priesterinnen diente. Gebrauch, einem Schrein eine junge Tochter darzubringen, existierte vor allem auf dem Berg Kakirui, nahe des Ikami-Bergs. Zu der Zeit glaubte man, dass die Seele junger Kinder noch nicht vollkommen in ihrem lebendigen Körper verankert waren. Ein altes Sprichwort besagte, bis zu deinem 7. Lebensjahr liegt deine Seele in den Händen der Götter. So glaubte man damals, dass die Seele junger Kinder noch nicht in der materiellen Welt angekommen waren. Intermezzo, 4. Tropfen. Mithilfe der Kamera Obscura findet Yuri in Hisokas Akten noch mehr Fälle vermisster Personen. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich, auf den Ikami-Berg zurückzukehren und Hisoka zu finden. Noch viel entschlossener als zuvor entschließt sie sich. Das finde ich nicht schön formuliert. Hätte man andere Wörter nehmen sollen. Das nur mal so nebenbei. Yuri findet die vermisste Haruka Momose in einem Reliquar in einer Höhle unter dem Schrein der Puppen. Sie bringt das Mädchen zum Laden. Haruka ist jedoch noch immer nicht imstande zu reden und so zu erzählen, was ihr widerfahren ist. In dieser Nacht wird Haruka von Fuyuis Geist heimgesucht, der sie auf dem Higami-Berg entführte. So. Damit hätten wir alles. Was wir aber immer noch nicht haben, ist ein Hinweis, was wir machen. Ich gehe nochmal in den Raum. Und dann beende ich auch den Part. Sehr strange. Vielleicht war das ein Fehler, wie eben, mit der Tür, dass sie mir nicht angezeigt wurde. Ich glaube nicht. Aber irgendwas muss ja noch sein. Also es ist der Raum, wir haben keine andere Möglichkeit. Wir haben den Raum ja sofort schon erkannt. Also das Szenario sogar wieder. Deswegen ist das nur alles ein wenig verwirrend. So. Okidoki, Leute. Schade. Hier? Aha! Oh nö, nicht schon wieder die. Das ist jemand ganz Neues, oder? Das ist die gleiche, mit der wir hier auch zu kämpfen hatten. Die bewegt sich, also die fliegt da nicht. Die, mit der wir zu kämpfen hatten, die flog. Okay, jetzt. Komm her. Fatal Frame. So, und jetzt. Nein, ich wollte gerade eine Ultra-Kombo machen mit dem. Mit dem Special-Ding. Komm schon, ein Schuss noch, normaler. Oh Gott. Das Ding lädt gerade erstmal wieder ewig auf.
will zu hingehen. Todesvision. Ich darf nicht. Schade, aber okay. Oh, da war der. Na, es war nicht unnötig. Wir haben ein wichtiges Dokument gefunden. So, Leute, bevor wir aber aufheben, was hier liegt, war es jetzt für heute mit Project Zero, Priesterin des Schwarzen Wassers. Was das sein wird, erfahren wir beim nächsten Mal. Oh Gott. Bis dahin, Leute. Ciao.